Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Jupiter. Ich habe mein Pokémon nicht trainiert, das wollte ich eigentlich kurz machen, weil diese Hamsterviecher sind irgendwie ein bisschen zu stark. Ich hätte gern so einen kleinen süßen Vogel da, aber ich habe keine Pokébälle. Das ist natürlich ein Problem. Pimba, oh mein Gott, was bist du denn für eine Kellerassel? Ich würde sagen, Flare. Das ist bestimmt ein Käfer, oder? Mit einem Stein? Nee, ist ein Käfer. Sehr schön. Hätte ich auch gerne. Hätte gerne alle neuen Pokémon hier. Bin gerade echt begeistert. Möchte nochmal ein Pokémon sehen. Bevor ich nochmal gegen den Trainer antrete. Nochmal was Neues. Defeastal. Was zur Hölle? Die sehen alle wirklich cool aus. Ganz im Ernst. Die sehen wirklich alle cool aus. Sieht man viele offizielle Pokémon, die nicht annähernd so cool aussehen. Nur mal so. Aber Flare war wichtig, dass Flaram das gelernt hat. Wow, gute Erfahrungspunkte. Was ist das so groß hier? Willst du kämpfen? Meine Käfer-Pokémon wollen kämpfen. Ja gut. Ich habe Flug- und Feuerangriffe. Das ist doch mal etwas. Und wie das etwas ist. Ja, den Käfer kennen wir. Entwickelt sich bestimmt auch relativ früh. Wenn es halt ein Standardkäfer ist, das wäre cool. Aber, ne. Oh, Level 8 schon. Keine neue Attacke. Ist okay. Und noch ein Pinbar. Fantastisch. Flare! Kein Problem. Kein Problem. Wunderbar. Verzeihung. Okay, wo möchte ich lang gehen? Ich hab nicht mal eine Karte, oder? Ja, ich werde gewinnen und der beste Trainer und so, ne? Helf mir dabei. Okay. Ich helfe dir gleich, wirklich. Tiana. Oh nein, dieses Hamstervieh. Aber jetzt habe ich Feuer. Mein Pokémon hat Feuer. Oh mein Gott. Flaram, du Bestie. Hat wirklich stark. Oh, noch so ein... Wisst ihr was? Die ganzen Pokémon hier, die sehen ziemlich cool aus, aber... dieser Hamster... überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Wenn ich ganz ehrlich sein muss. So, und Pack. Super. Komm voran. Und nochmal ein Level. Level 9, wisst ihr, ich kann mir gar kein anderes Pokémon holen. Ist das der Witz hier, dass man keine anderen Pokémon fangen kann? Das wäre ja ziemlich lame. Das hier unten ist hier. Oh, da unten ist ein Item. Du wieder hier? Ich weiß nicht genau, was du bist, aber. Du bist interessant auf jeden Fall. Blair. Ja, sehr gut. Ich denke, ich muss jetzt auch nicht mehr wirklich offscreen leveln oder so. Auch nur, wenn ich hier alles mitnehme. Oh, noch eine Potion. Sehr gut. Nehme ich gerne. Können ja auch Items versteckt sein. Ich meine. Kann ich einfach die A-Taste spammen und dann irgendwann finde ich was? Wisst ihr was? Ich mache mir einfach mit dem Pack fertig. Yeah! Hat nicht gereicht. Ich bin nicht so ein Fan von. So. Oh, solche Pokémon-Hacks, Leute. Ich liebe sie. Vor kurzem habe ich Dragon Ball Z Team Training gespielt. Und, ja, da ist es wirklich. Alles ist quasi identisch, außer halt die Pokémon wurden durch Dragon Ball Kämpfe ersetzt, was auch ziemlich cool war. Aber ich bin gerade wirklich so ein Fan von solchen Hacks gerade. Ich weiß nicht weshalb. Ich weiß echt gerade nicht weshalb, aber... das ist wirklich cool. So, und da ist noch ein Kind, das auch irgendwas für die Fresse haben will. Ich möchte Pokébälle haben. Ich möchte Pokébälle haben, bitte. Geht das? Ich möchte diesen Vogel vom Anfang haben. Das ist bestimmt so der Standardvogel. Natürlich ist das Standardvogel, ich meine. Quasi das Taubsi, nehme ich an. Ich liebe es, rauszugehen und Pokémon zu fangen. Ja, das ist schön. Dann tu das auch. Würde ich auch gerne, aber ich kann nicht. Hier gibt es bestimmt ein Item. Hier gibt es Bären. Oh, da gibt es Bären. Sinelbären. Das finde ich gut. Level 3. Wir bekämpfen den noch, aber dann. Glaube ich, lassen wir es gut sein mit diesen Viechern. Oder geben die noch gute Erfahrungspunkte? 18. Eigentlich ja. Eigentlich hat ja. Oder Berries.
kenne natürlich die ganzen englischen Namen nicht. Von den ganzen Bären. Naja, trotzdem, wir werden auf jeden Fall unserem Flaram eine Beere zum Tragen geben. Auf jeden Fall. Wo sind die Bären da? Ah, selbstständige Heilung. Perfekt. Hier, Flaram. Bitte, danke. Und dann gehen wir da weiter hoch. Wow, es erscheinen nicht so viele wilde Pokémon, wie man befürchten könnte. Oh, wieder du. Level 3. Nee, ist gut. Du darfst weiterleben, mein Freund. Ist hier noch was Cooles? Haben wir auch schon gesehen. Haben wir auch schon gesehen. Gut, haben wir gegen diesen Typen da schon gekämpft? Nee, haben wir nicht. Dann holen wir doch das gleich nach. Ich meine, in meinem Pokémon-Team, dass das eine Pokémon besteht. Oh, da ist es wieder. Das Beno-Baby. Oh, das ist voll süß. Das ist Level 7. Ach du Kacke. Oh Gott, vorsichtig sein. Leveln. Oh, leveln. Mache ich was falsch? Muss ich noch irgendwas machen, damit ich Pokébälle kriege irgendwie? Sand Attack. Sandwirbel ist das, oder wie? Oh! Crow Pie, Pie, was auch immer. Also nur Level 5, okay. Oh, das bestimmt die Vorentwicklung von dem Vieh. Von der eine Statue da im ersten Dorf stammt. Das erinnert mich gerade irgendwie dran. Könnte gut sein. Was wollte ich eigentlich machen jetzt? Keine Ahnung. Ich wollte gerade irgendwas machen im Menü, aber hab's vergessen. Styx Water City. Nee, Pokébälle konnte ich gar nicht kaufen. Das. Oh Gott, was sind das hier alles für. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich nachsehen wollte. Ob Sand Attack wirklich Sandwirbel ist. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ich meine, kann mir vielleicht mal noch den Arsch retten, aber irgendwie nicht. Oh, da gibt's wieder diesen Vogel! Wir gehen. Wir gehen. Und halten unsere Pokémon! Ja, du hast eine Beere gegeben und so weiter. Ne, es gibt viele Pokémon-Typen. Ja, ja, hört auf! Ja, ich weiß, wogegen mein Pokémon stark ist. Schenkt mir vielleicht noch jemand irgendwas oder so? Nö. Was? Du wirst ein Profil erstellen. Ich habe ein Hobby. Ah, das ist dieser Quatsch hier. Ich hasse das. Ich habe das nie ganz verstanden. So, auf jeden Fall heilen wir unser Pokémon und dann kann ich hoffentlich mal Pokébälle mir holen. Ansonsten, ne? Ist das ein bisschen. Ich nicht so ein Fan von. So. Oh, da gibt's eine Arena. Und wenn das Ganze Styxwater heißt, ist es vermutlich. Isaac ist der Leader. Da ist der Dingens hier, ne? Rachel, genau. Rage wird sie genannt. Okay. Sie braucht eine Pause von ihrem Job. Der neue Trainer, ja. Ah, okay. Sie zeigt mir erst hier, wie man Pokémon fängt. Das ist ja schön. Oh, warum mussten wir jetzt nochmal durch das ganze Dorf laufen? Oh. Was? Ja, jetzt ein Pokémon da. Okay, du willst ja also so ein Vieh fangen. Das ist ja schön. Oh, sie hat einen Hamstuf. Das nur Tackle beherrscht auf Level 7. Das ist ja fantastisch. Das greift auch nicht an, ist ja fantastisch. Oh, sie greift zweimal an. Ich meine, das macht auch Sinn. Das macht halt auch Sinn. Warum hat sie keine cooleren Pokémon? Okay. Ja, 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 sie wirft jetzt einen Ball. Wie gesagt, ich mache nichts, ich sehe nur zu. Sie hat einen Pokéball dabei. Wow, die ist aber. Ja, die weiß, wie man kämpft, ne? Oder wie man Pokémon fängt. Wir nehmen einen Ball mit und so, ne? Das reicht schon.
Gut. Sie hat es geschafft, auf jeden Fall. Und ich weiß, dass sie beim Pokémon fängt. Das ist extrem was Neues für mich und so. Ja, ich... Ach so, ich kann gegen Isaac noch nicht antreten. Aber ich bekomme jetzt einen Pokédex. Dankeschön, danke sehr. Ja, wir werden vielleicht irgendwann wieder kämpfen. Pokédex. Ja, was auch immer. Oh, das ist cool. So. Ich kann hier nicht reingehen, nie. Ich kann jetzt aber hoffentlich Pokébälle kaufen. Bitte. Pokébälle. Wir betreiben es mal nicht. Geben wir mal 11. So. Und ein Premierball, ja. Vielen Dank. Verschwinden jetzt. So, nun können wir Pokémon holen. Oder fangen. Kannst du meine Sonnenbrille da sehen? Hab sie da verloren. Wo denn? Da. Da unten. Ich komme da unten nicht lang. Oh shit. Müsste bestimmt surfen können oder so. Wer seid denn ihr jetzt? Norman. New Gym Leader. Aha, ist weg. Ja, was auch immer. Was auch immer ihr mir da gerade sagen wolltet. Ist mir nicht egal. War ich hier schon drin? Nee. Reisen ist so fantastisch und so weiter. Ist ja schön. Ja, du würdest auch gerne... Ja, du würdest auch gerne reisen. Ist in Ordnung. So, was möchte ich denn jetzt alles für Pokémon haben? Auf jeden Fall den Vogel, den möchte ich haben. Weißt du was? Dich nicht. Dich nicht, geh weg. Ich hätte es trotzdem gefangen, wenn sie jetzt überlebt hätte. Gib mir deinen Vogel. Gib mir den Vogel. Käfer. Käfer. Den kann ich jetzt nicht mehr schwächen, oder? Fantastisch. Versuchen wir ihn zu fangen. Versuchen wir ihn einfach zu fangen. Dich. Oh nein. Lass dich doch fangen, bitte. Ich kann dich nicht mehr schwächen. Na, komm schon. Ah, leck mich doch. Nee, ich werde jetzt keinen Ball mehr werfen. Hier, frisst das. Das ist nämlich auch nicht der Vogel, den ich haben wollte, ja? Das hat wirklich nicht. Aber den kann ich bestimmt auch nicht schwächen. Ich sehe mir jetzt noch 3 Pokémon an. Wenn da der Vogel nicht dabei ist, dann gehe ich weiter. Ist hier da? Es ist da. Aber ich kann es doch auch nicht schwächen, oder? Das kleine Küken da. Kriege ich Erfahrungspunkte, wenn ich ein Pokémon fange? Ich glaube nicht, oder? Komm schon! Nein! Oh, komm schon! Oh, da... Warum machen die Viecher immer Volltreffer? Grund mehr, dass ich eins haben will. Ich kann es halt wirklich nicht verletzen. Ach Gott. Leute, es klappt so nicht. Ich muss weitergehen. Ich hoffe, ich finde dann noch... Oh! Ich konnte es halt tatsächlich schwächen. Ist der Vogel so gut? Ich meine, ja, es war kein Step-Angriff und es war alles andere als effektiv und so, aber... Danke. Wollte schon sagen. So, bis... Radar. Oh. Schön, es kann Laserstrahl mit seinem Bommel da oben abschießen. Ah, ist ja schön. Kommt noch irgendwas, das ich haben möchte? Ah, du wärst auch ziemlich cool irgendwie. Wenn du eigentlich nicht weißt, was du alles kannst und was du bist. Oh, sehr gut. Ich kann nochmal angreifen. Das bedeutet, ich werde auf jeden Fall auch nochmal einen Ball werfen. Perfekt. Aber es kann sich nur verteidigen, oder? Wir nehmen es trotzdem mit. Wir nehmen es trotzdem mit. Ich bin ja nicht so. Dann habe ich bereits wieder keine Pokébälle mehr. Ich brauche Geld. Ich brauche fucking viel Geld. Und meins. Yeah. Jetzt habe ich halt bloß diesen... Doch, da war doch noch so eine schwarze Katze. Was auch immer. Kein Spitzname, nein, es bringt mir nicht viel.
Lass mal die beiden betrachten hier. Du bist normal Flug, wer hätte das gedacht? Du kannst nur tackle. Du kannst dich nur verteidigen. Du bist einfach ein Typ Psycho. Das ist quasi ein. Na, Trassler oder so. Lass mich noch ein Pokémon bekämpfen und dann hat nämlich mein Pokémon bereits ein Level up. Ja, du bist doch ein guter Trainingspartner hier. Okay, Flaram. Flair. Okay. Damit haben wir Level 11 erreicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut, Leute. Ich denke mal, es ist da auch bereits wieder der Zeitpunkt gekommen, in dem wir den Part beenden. Ich denke einfach mal, ich werde die beiden anderen Pokémon ein kleines bisschen versuchen zu trainieren, ja. Kleines bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht bis L5 oder so. Ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall, kleine Trainingseinheit werde ich machen, damit wir auch gut durchkommen. Ich meine, wir wollen ja ein bisschen Spaß haben, nicht unbedingt eine Challenge haben. Und deswegen, Leute, das war's erstmal für heute mit Pokémon Jupiter. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!